Servus miteinander und willkommen zu einem neuen Video von Frankies Motorradreisen. So, schauen wir mal, was da ist. Da steht ja was. Ist das süß? Tja, das ist die neue Beta 300 Evo. Ja, neu. Aber sie schaut echt aus wie neu, ne? Ja, wer auf Instagram gefolgt ist, der hat gesehen, ich habe die Gebrauch gekauft. Ist noch ein bisschen dreckig, die müssen wir noch sauber machen. Die Federgabel ist leider ein bisschen undicht, das muss man noch machen. Da habe ich den Kit schon bestellt. Ist relativ okay, aber auch das hier ist hinüber. Das blöd man, wenn man hier das so hochhebt. Zack. Dann tackelt die so ein bisschen. Und die kommt nicht ganz weiter raus. Aber das ist normal. Da müssen wir halt jetzt einfach nochmal das normale Öl einfüllen. Und da wird es halt wirklich wahrscheinlich richtig teuer, weil das Ding hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube insgesamt 12. Nope. 12 Lager. Das wird sehr witzig noch werden. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das gefällt und ob ihr davon Videos haben wollt. Weil ich feiere das Ding mega. Das ist ein richtig geiles Gerät. So, aber heute fahren wir wieder mit ihr. Weil es geht halt mal wieder zu meinem Vater. Gut. So. Heute reden wir ein bisschen über die Beta. Dann reden wir mal, oder dann bräuchte ich eure Hilfe, weil wir wollen ja in 3,5 Wochen in den Urlaub fahren und ich habe langsam einfach keine Ahnung mehr, wo ich hinfahren soll. Wir haben einmal Rumänien eigentlich geplant gehabt, aber mit diesen ganzen Ausnahmegenehmigungen. Also ich muss irgendwo hin, wo ich am Ende nach Hause komme und nicht in der Quarantäne sitze. Weil, also persönlich mir ist es egal. Also ich kann ja arbeiten, wo ich möchte. Boah, geil, ist ein schöner Sonnenaufgang. Ja, warte mal, ich glaube, dann muss ich euch aber erstmal ein bisschen auf Stand bringen. So. Und jetzt ist das auch erledigt. Ja, dann fangen wir doch mal gleich wieder an, weil wir im Endeffekt, mir ist es persönlich eigentlich egal, aber die Marion arbeitet ja auf einem Pferdehof und die kann sich das nicht leisten, da 2 Wochen in Quarantäne zu sein, nur weil man das glaubt, dass es so ist, obwohl wir meistens mit niemandem Kontakt haben, wenn wir unterwegs sind. Also auch auf der Deutschlandreise hatten wir wirklich fast mit niemandem Kontakt. Klar, natürlich ist wieder so eine Sache. Es kann jederzeit passieren, aber das kann mir auch wirklich überall passieren. Ja, und da wäre es halt cool, wenn ihr mir halt vielleicht auch mal helfen könntet und ein paar Reiseziele im Endeffekt aussucht. Also im Endeffekt, ich möchte gerne, ich sage euch mal kurz, was ich möchte. Ich möchte Offroad fahren, relativ viel und auch relativ hart, so weit wie möglich. Und auch nur mit kleinem Gepäck, aber so von daher kann es auch ein bisschen härter sein. Zeitblase, jetzt! Und zwar, ich fahre 3 Wochen weg. Das heißt also, ich brauche eine Tour für 3 Wochen. So, und jetzt machen wir wieder Schnipp. Ich hatte Frankreich im Kopf, also Rumänien war im Endeffekt angedacht. Und ja, hättet ihr da Vorschläge? Also ich wollte dann, wenn es ganz blöd läuft, die französische TET fahren. Da müssen wir halt schauen, ob das so hinhaut. Aber ich bin gespannt, was ihr schreibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr was schreiben würdet. Ich versuche das auch gleich heute noch hochzuladen, heute Abend. Das wird dann wahrscheinlicherweise jetzt auch ein bisschen ungeschnitten. Das heißt also einfach pur der Frankie, so wie er ist und lebt.
ja, so. So, ich hoffe mal, dass ihr auch diese neuen Videos auch so gefeiert habt wie ich. Also ich bin mega happy, dass ich da immer weiterkomme mit DaVinci Resolve. Also das ist das Schnittprogramm. Und ich habe außerdem jetzt ein neues Mikro, ne? Natürlicherweise eins von Rode, ne? Das Lavalier Plus. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ja, genau. Und das funktioniert jetzt auch auf höheren Geschwindigkeiten. Also ab 120 wird es ein bisschen undeutlich, aber es knackt nicht mehr so wie die billigen Varianten für 5 Euro. Also bitte akzeptiert das, wie es so ist, weil es gibt nichts mehr Teureres. Es liegt dann am Helm, aber ganz ehrlich, bei den Wetterverhältnissen mit knapp 38 Grad hier. Da fahre ich nicht mit einem Integralhelm. Im Herbst kommen wir dann wieder zum Integralhelm zurück, dann habt ihr wieder ruhigere Atmosphäre. Aber ihr könnt ja auch einfach mal diesen Motor hören, ne? So. Gut, das zweite Thema ist die Beta 300. Die habe ich mir vom Horst gekauft. Ich suche ja schon seit knapp einem Jahr nach einer guten Trailermaschine. Das ist eine 2016er Beta 300 Zweitakt Evo. Diese Namen, das ist der Wahnsinn. Und also ich bin sie mal ein bisschen Probe gefahren. Sie fährt sich vom Gang her perfekt. Aber du hast halt diese Kleinigkeiten und habe die relativ günstig geschossen, auf mobile.de stand sie drin und die war in Otto Brunn und dann habe ich einen Horst angerufen. Wisst ihr, das ist ganz geil, ich heiße ja Horst Dietrich Frank und er heißt Horst, ne? Ist ja ganz witzig. Das ist uns aber auch erst aufgefallen, nachdem wir dann im Endeffekt den Vertrag unterschreiben wollten und ich mit Horst unterschrieben hat und er mit Horst unterschrieben hat. Und ich so, hä, du heißt ja auch Horst. Ja. War ja ganz witzig. Naja. Und ja. Genau. So, und an der Maschine muss ich noch ein bisschen basteln. Hab die Ersatzteile auch schon besorgt, also jedenfalls vorne an der Federgabel habe ich sie schon besorgt. Da brauche ich ja nur einen Dichtring, Öl. Ich freue mich einfach auf den Urlaub, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oder auf die Reise. Ach so, stimmt. Ja, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz zurückspringen. Ich glaube, ich schneide das jetzt an einfach nur rein. Also bitte nicht sauer sein, ja. Also ich schneide jetzt das, was ich sage, da rein, wo ich gerade eben über den Urlaub geredet habe, okay? Also, und jetzt ist wieder Zeitreise und dann habt ihr das alles gleich am Anfang, weil so könnt ihr mir dann gleich direkt schreiben. So, tja, was gibt es sonst noch Neues? Ich bin mega happy. Ich feiere die Maschine auch. Findet ihr das Design von der Beta eigentlich auch so geil wie ich? Also ich finde das so mega sexy, dass die so dünn ist. Und die fährt sich wirklich traumhaft schick. Super love. Super geil. Wirklich geil. Also macht richtig, richtig Laune. Ja. So, und wieder grün. Vor allem, das Geile ist ja wirklich, ich stelle mich auf die Maschine drauf und kann direkt einfach Stand stehen. Ich denke mir so, das hast du bei einer anderen Maschine nicht gekonnt. Ah, okay, das ist die richtige Maschine. Ja, also der Horst ist auch eine ganz coole Socke. Der fährt selber noch Ducati. Auch ein sehr schönes Teil mit vielen Carbon-Teilen und so. Leider habe ich da kein Foto von der Maschine gemacht. Mega geil. Ach, ich liebe es, in Bayern zu leben. So, tja, das war das so das kleine, aber feine Update von Frankie. Es wäre cool, wenn ihr mal wieder ein Abo macht.
Apropos Abrus, ihr Jungs, ihr seid ja vollkommen sick. Ich danke euch wirklich für jedes Abo. Das ist ja die letzten Wochen, also durch die zwei neuen Videos, ist das ja so hochgeschnellt. Ich bin ja jetzt schon bei 380 Leuten. Mega, also wirklich, in so kurzer Zeit hätte ich das nicht gedacht. Also klar, das Konto ist jetzt schon relativ alt, aber ich poste ja erst schon, naja gut, wirklich aktiv jetzt erst seit ein paar Monaten. Und also nochmal wirklich, wirklich Dankeschön für jeden, der Support gibt und jeder, der im Endeffekt ein Abo gibt. Ich freue mich da mega und hart und ich feiere das auch mal. Und ich überlege mir auch gerade schon, wenn wir mal die 500er-Marke knacken, was ich euch da im Endeffekt dann präsentieren kann. Aber da gibt es sicherlich dann auch ein Special. Also da bin ich mir sicher. Also ich hätte das nicht gedacht. Mega. Also nochmal vielen, vielen Dank. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann spätestens bei der Tour oder bei der 10.000er, beim 10.000er-Video. Also, euer Frankie, passt auf euch auf, bleibt oben und bis bald. Ciao.